Moin, moin, liebe Gartenfreunde, ich grüße euch hier aus meinem Gewächshaus aus dem schönen Schleswig-Holstein. Wir haben Mitte April, es geht jetzt wieder los. Ich war heute einkaufen und jetzt wollen wir mal hier gucken, dass wir vorankommen. Das ist noch ein bisschen früh, aber ich zeige euch mal, was ich heute vorhab und was ich nachher mache und später, wenn ich die Sache erledigt habe. Und zwar geht das hier los mit den Radieschen. Die müssen unbedingt raus. Die Salate kann ich auch vereinzeln. Ein paar sind aufgelaufen von den Pflücksalaten. Das wird erstmal ausreichen. Hier noch mehr Radieschen. Und hier ist die Ausbeute von dem Einkauf. Das sieht noch relativ wild hier in meinem Gewächshaus aus. Hier steht auch noch der Rasenmäher. Ich war auch noch nicht dazu genötigt oder bin noch nicht dazu genötigt worden, Rasen zu mähen. Das kommt jetzt langsam alles erst. Der Frühling ist auf jeden Fall da. Der Rhabarber ist schon richtig dick im Geschäft. Auch hier im kleinen Hochbeet sind die Möhrchen schon aufgelaufen. Aber dazu später. Ich fange erstmal an und zeige euch nachher, wenn ich fertig bin, alles, was ich gemacht habe. So, die Bütten für die Gurken stehen. Und ich habe jetzt hier Hornspäne und Rinderdung beigefügt. Insgesamt habe ich hier erst ein bisschen Halbgarn Kompost als erste Schicht ganz unten in der Bütt. Und dann nochmal einen Sack Blumenerde drauf vom Discounter. Und wie gesagt, jetzt einmal ordentlich Hornspäne und Rinderdung. Das mische ich jetzt überall unter. Dann kommt noch eine Schicht Blumenerde drauf. Und dann kommen die Gurken rein. So, die ersten Gurken sind eingepflanzt. Hier habe ich die einmal in der Hand. Hier die schöne Durchwurzelung des Ballens kann man schön sehen. Und jetzt beim Einpflanzen achte ich halt darauf, dass die Veredelungsstelle, die sich hier unter diesem Clip befindet, dass die nicht unter der Erde liegt. Dass die halt oberhalb liegt, dass sie nicht ständig im Wasser steht. Und dann sollte das eigentlich gut klappen. Allgemein ist die Gurke auch sehr wurzelempfindlich beim Umpflanzen. Also nicht wie manchmal bei anderen Pflanzen den Wurzelballen irgendwie aufbröseln oder so. Darauf solltet ihr lieber verzichten. Lieber den Wurzelballen heil lassen und so einpflanzen. Das ist doch besser, weil die auf jede Beschädigung des Wurzelballens der Wurzel halt doch blöde reagieren kann. Ja, dieses Jahr habe ich darauf verzichtet, mir selber Gurken vorzuziehen und selber zu veredeln. Zu den Gründen, das werdet ihr später sehen im Jahr, warum und weshalb. Hier habe ich auch die Tomaten schon stehen. Die habe ich umgetopft. Hier habe ich sogar schon welche ausgegeizt. Ob das jetzt so schlau war oder nicht, weiß ich noch nicht. Die Tomaten kommen später auch woanders hin, nicht da, wo sie letztes Jahr standen. Die bleiben aber auf jeden Fall, weil die relativ kälteempfindlich sind und die Stelle nicht so garantiert warm ist wie die vom letzten Jahr, lasse ich die auf jeden Fall noch mal ein, zwei Wochen hier im Gewächshaus. Habe halt nur ein größeres Töpfchen genommen. So, die Radieschen habe ich eingepflanzt hier. Mal gucken, ob es was wird, werde ich die nächsten Tage sehen. Vielleicht war das auch gar nicht so schlau. Und hier im Gewächshaus ist auch erstmal alles klar. Die Melonsamen sind hier noch nicht gekeimt. Drinnen auf der Fensterbank sieht das recht gut aus, das zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal. Die sind
alle innerhalb von einer Woche gekeimt. Die Keimrate war auch über 80%. Aber wie gesagt, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Hier waren noch ein paar Geiztriebe an den Tomaten schon. Die habe ich gleich rausgenommen und einfach mal so in die feuchte Erde gesteckt. Mal gucken, wenn es das wert ist, gut, wenn nicht, schadet es mir auch nicht. Bei den Schlanggurken, da war jetzt noch nichts dran, oder doch hier. Hier unten ist so ein kleiner Ansatz schon von der Frucht. Den nehme ich erstmal weg. Die Pflanze soll sich erst einmal auf die Wurzelbildung konzentrieren. Hier auch. Das geht ja nicht darum, wer hier die ersten Gurken hat, sondern erstmal wollen wir gucken, dass wir vernünftige Pflanzen haben, und dann haben wir auch auf jeden Fall genug Gurken. Bei den Snackgurken lasse ich die dran. Die sind ein bisschen anders aufgebaut, aber bei den Schlanggurken nehme ich die ersten Triebe auf jeden Fall ab. So, und hier behalte ich das Thermometer im Auge. Ich wollte mir noch mal eins anschaffen, was den tiefsten Punkt in der Nacht anzeigt. So, jetzt heißt es nämlich, den Wetterbericht im Auge behalten, und wenn Bodenfrost angesagt ist, dann habe ich hier diese Grablichter. Die haben hier so eine Metallplatte. Hier habe ich noch was vom letzten Jahr. Die halten recht lange, ein paar Tage. Davon stelle ich zwei, drei hier in der Nacht auf. Die Tür kommt zu in der Nacht. Das Fenster lasse ich ein bisschen offen. Aber dann hoffe ich, dass das gut klappt. Ihr werdet es ja sehen. Das war mein Video Gurken recht früh auspflanzen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.